hatte mir gerade einen tollen Satz überlegt, also beziehungsweise kurz davor, um mein Frustlevel etwas runter zu machen, aber diesmal hat es die Technik versaut. Und meine Internetverbindung hat gerade mal wieder gesponnen und hat mich mal wieder aus dem Spiel geworfen. Was soll's? Wobei da das Spiel nichts dafür kann. Ich weiß, habe ich auch nicht gesagt. Aber trotzdem geht sowas einem auf den Sack. So, ich bin jetzt die Treppe hochgelaufen, da lag eine Leiche mit Seele Soldat. Genau, und du drehst dich jetzt um und läufst diese Treppe komplett wieder nach unten. Und guckst, ob da noch irgendwo ein anderer Weg ist. So, wenn ich jetzt nach unten laufe, ist rechts Wasser von mir. Links ist nur der Weg zurück durch den Torbogen. Und geradeaus runter komme ich nur an diesen komischen kleinen Turm, wo ich die grüne Scherbe gefunden habe. Es ist noch gar nichts. Nee. Irgendwo da war Ich kann höchstens bei der Treppe, wo ich gerade die Seele gefunden habe, da kann ich noch weiter geradeaus laufen, aber ich weiß nicht, ob das es bringt. ja, dann versucht es. Beziehungsweise um die Vielleicht Ecke und dann raus ist. geradeaus. Nein. Oh, da ist noch eine Treppe, wo es weiter nach oben geht. Und geradeaus. Da bin ich in einem Raum mit einem Aufzug. Ja, genau. Und links ist ein Hebel. Und wenn du an dem Hebel vorbeiläufst, ist Ah. dort ein Eisengitter. Ja, genau. Oh, Gott sei Dank, endlich. Muss ich das Eisengitter öffnen? Kann ich das öffnen? Mit dem Siegelschlüssel, ja. Okay, und dann da rein und dann haben wir da so ein großes Rad zum Drehen. Genau, muss das Dreh am Rad. Ja, ich mache ja schon. Hey, wir haben das Wasser abgelassen und da unten sitzt ein Drachen. Das ist nur der Weg zum Drachental, aber den müssen wir überhaupt nicht. Den kannst du komplett ignorieren. Niemals, müssen wir da niemals lang. Nein, das Drachental ist nur so ein extra kleines Gebiet für Leute, die die Drachenwaffen voll machen wollen. Okay. Und das wollen wir ja nicht. Beziehungsweise Oh. brauchen wir nicht. Nein. Ja, du kannst jetzt zurück zum Feuerwehrschrein. Bringt's da was, wenn ich mit dem Aufzug fahre? Ja, logisch. Bringt immer was. Aber da kommst du noch tiefer rein in das Gebiet. Ach so, also bringt's nichts, um zum Feuerbandschrein zu gehen. Nee, benutzt einfach einen Rückkehrknochen. Ah, stimmt. Aber dann ist der Part zu kurz. Dann cuttest du den Part eben an den nächsten ran oder du tust ihn an den ersten ran cutten. Ne, an den ersten, dann wäre der erste zu lang. Aber okay, ja, dann mache ich das und cut den an den nächsten. Das heißt, wir machen gleich wieder gemeinsam weiter. Genau. Okay, dann, ja, sehen wir uns nach dem Cut wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder zurück. Allerdings immer noch alleine, weil ich erfahren habe, dass ich nochmal durch den Wald hier muss. Warum sage ich nochmal? Weil ihr es ja noch nicht gesehen habt. Ihr erinnert euch noch an das Tor, das mal verschlossen war. Das haben wir aufgemacht, um dort zu trainieren. Und ja, wir müssen durch den Wald, um einen Pakt mit einer dicken, fetten Katze zu schließen, die so ein bisschen an Alice im Wunderland erinnert. Stimmt. Ja. Und ja, das Problem ist, in dem Wald laufen Gegner rum, wer hätte es gedacht. Allerdings nicht die von der einfachen Sorte, sondern was sind das für Gegner? So. Ja, ihr seht, es sind halt. Also, in diesem Wald ist ein Endboss. Dieser Endboss wird beschützt von dieser Katze. Diese Katze ist eine Bedienstete von Artorias. Artorias, der den So viel Abgrund bezwungen hat. erstmal, ja. Und das Ganze ist so, dass diese Katze ein Eid mit anderen macht, um eben dieses Wesen dort drin zu schützen. Und deswegen hat sie diverse Leute dort drin, die eben helfen. Ja, und die Sind Figuren. Figuren vom Computer her und auch normale Online-Spieler. Ja, wobei das hier alles aber nur NPCs sind.
Genau, und deswegen können wir den Pakt aktivieren, damit wir quasi wenigstens mal von den Online-Spielern Ruhe haben. Genau, weil die uns dann nämlich nicht angreifen. Dazu müssen wir nur da in dieses Gebäude. Und hier kommt der Typ, den ich am meisten hasse, mit seiner dicken, fetten Axt. Der hat mich schon oft getötet. Ja, das ist bei dir doch immer so. Aber dafür hat er mein ehemaliges Schild. So. Okay, aber hier laufen, glaube ich, noch mehr rum, aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt alle suchen. Hier läuft nämlich irgendwo noch so ein Bogenschütze rum. Nee, der Bogenschütze, wenn du den einmal getötet hast, ist stimmt, sehr stimmt. Es gibt ja welche, die du nur einmal töten musst. Und da sitzt die fette Katze. Da. Drei oder vier Stück von dieser Sorte, die halt... Der Katze sind wir auch schon begegnet. Und zwar, wo wir in dem Bosskampf den Wolf beschwören konnten, da hat sie uns den Weg gezeigt. Zumindest bei mir. Du warst ja überrascht. Ja, bei mir wahrscheinlich auch, nur weil ich wahrscheinlich zu langsam, um zu sehen. Naja, auf jeden Fall reden wir mal mit ihr. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh yes, I believe we would suit thee well. Dann machen wir das doch. I am very glad. And now thou art one of us. Let us establish a covenant. Okay, dann leisten wir mal den Eid. Heiligen Katzen. Der Eid der heiligen Muschi. If mine senses reveal intruders, then I will summon thee. Fend them off, sir. I beseech only this. I shall summon others who will, by their honor, work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward, and whatsoever ye shall pillage will be thine own. A true agreement, not so? But thou must heed the golden rule. The clan is thine own family. To thine kinsmen forever stay true. Darest not in any attempt to double-cross. Have no doubt, such wretchedness never will we tolerate. Tja, dabei haben wir sie schon einmal hintergangen, indem wir einen anderen Eid geleistet haben. So. Ja. Ja. So, das haben wir jetzt gemacht. Was ist der nächste Schritt? An das Leuchtfeuer, das da vorne ist, und dann werden wir uns gleich suchen. Ah, okay. Wenn ich deine Punkte gefahren habe für deine Rüstung. Ja, sie will mir unbedingt eine neue Rüstung kaufen, weil sie meine nicht mehr sehen kann. Wobei ja, ich dauernd sage, das ist doch nicht dein Problem. Ich habe dir aber so eine tolle Rüstung besorgt. Ja, aber ja? Die sieht leider beschissen aus. Es tut mir leid. Nee, ich finde die toll. Nein, ich nicht. Ich sehe aus wie ein Elb. Nee, du siehst aus wie einer vom Kuckucksklan. Ja, das auch. Ich weiß ja nicht, findest du den Kuckucksklan toll? Nee, aber es hat so was Orientalisches, finde ich. Ja, und darauf stehe ich nicht. Aber ich... Ja, na und? Ja, ich muss dich ansehen. Dann guck dir mal meine Rüstung an. Ja, ich habe Seil drin. Das heißt also, ich soll jetzt im echten Leben auch orientalische Sachen tragen, ja? Nein, aber wenigstens online. Ja, warte, ich kaufe mir irgendwo in so einem orientalischen Schuppen hier in der Innenstadt so diese Ballonhosen. Weißt du? Oh, nee. Okay, ja, hier ist das Leuchtfeuer. Dann kann ich auch mal gucken. Ich habe noch ein paar Seelen, die ich verwerten kann. Aber ich glaube, die reichen nicht für einen Levelaufstieg. Da ist jetzt für mich noch viele Steigen, theoretischerweise. Habe ich noch ein paar? Oh ja, ich habe tatsächlich noch ein paar. Vielleicht reicht's doch. Ich verbrauche sie mal kurz, dann überbrücke ich nämlich noch ein bisschen Zeit. Dö, Seele Ritter. Oh, 5000, sehr schön. Seele Ritter. Sehr schön. Ehrenwetter Ritter, bedeutender Held. Krass. Ich habe auch noch eine Wächterseele. Und eine Seele von Artorias. Brauchen wir die noch? Die Seele von Artorias haben wir getroffen. Seele des Manus habe ich auch noch. Die könntest du eventuell noch finden. Okay. Bringen die Seelen denn viel, wenn man sie frisst? Keine Ahnung. Du weißt doch sonst alles. Ja,
aber ich benutze die nicht. Und ich glaube, Artorias gibt 16.000 oder so. Ah. Naja, ich habe mir jetzt erstmal... wenn du gerade dabei bist, guck mal nach, wie schwer deine Rüstung ist. Ja, mach ich. Ich habe mich nun erstmal gerade ein Level hochgebombt. So, meine Rüstung, meine tolle Rüstung, plus die Silberritterrüstung, plus 4, 12. 12, wunderbar. Ja, das war's dann erstmal. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt? Ja, ich habe knapp einen 10-Minuten-Part. Ja, ich glaube, das belasse ich dann auch mal bei dem Part. Dann brauche ich nicht so viel hin und her zu schneiden. Ist der halt ein bisschen kürzer gewesen, aber im nächsten Part spielen wir dann zusammen weiter, denke ich mal. Nee, habe ich keine Lust mehr. Ah, okay, dann halt nicht. ja, aber ansonsten sage ich erstmal, das war's für Dark Souls und bis denn. Bis dann. Ich habe ihn gerade getötet. Ja, mit diesen epischen Worten herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ja, wie ihr seht, wir spielen zu zweit. Wow, und er hat 25.000 Seelenpunkte dabei. Ja, und und sie hat gerade einen Finstergeist getötet, der hier eingedrungen ist mit einem Schlag. Und wir bahnen uns jetzt den Weg durch den Wald, was relativ schnell gehen dürfte. Deswegen kann es sein, du hast ja gerade den tollen Vorschlag gemacht, dass ich diesen Part dann an den vorherigen dran schneiden kann. Genau, das kleine bisschen, wo du durchgelaufen bist zur Katze. Ja, genau. Also es kann, also wenn ich in der vorherigen Szene gerade auf Wiedersehen gesagt habe, dann ignoriert das einfach komplett. Denn es ist wirklich nicht lang hier. Wir müssen nur einen kleinen Weg laufen und dann sind wir schon beim Endboss. Stimmt. Wo alle weiblichen Zuschauer sagen werden, oh, wie süß. Hey, ist das gar nicht wahr? Hallo? Klar. Der Großteil davon. Sagen wir so. Hallo. Ach, guck mal, kleine Pilze. Hallo. Mushrooms. Ja, crazy Mushrooms. Nee, die stehen irgendwo anders. Das sind die Großen, die hier rumlaufen. Ja, das sind übrigens hier auch zwei. Ich weiß. Deswegen sagte ich ja hier rumlaufen. Achso, ja, und ich habe eine neue Rüstung an, die mir freundlicherweise gegeben wurde, weil sie meine vorherige Rüstung... Kann die anderen nicht immer sehen. Was ist das denn Scheiße? Ach, man kann nur übertreiben. So, und durch dieses große Tor müssen wir durch. Deswegen öffne ich es jetzt. Was benutzt du eigentlich zum Öffnen? Das Siegel. Ah. Dum, dum, dum. Und ganz episch und langsam gehen wir voran. Ja, okay, ich renne hier schon. Bis da vorne zu einem kleinen Schrein, denn da steht etwas sehr Großes, nämlich das Schwert von Artorias. Richtig. Das ist, also ich wusste, dass er Artorias heißt. Ich habe das jetzt nur so gesagt. Damit du, ja, ich wollte es nur erklären. So, schönes Schwert. Guck mal hier. Episch. Ja, der große Gorwolf Sif, den wir auch schon kennen, da wir ihn ja einmal beschworen haben. Und er ist fast schon tot durch deine Mega-Zauber. Bam. Und er ist tot, ja. Hat mir ja mal gar nichts abgezogen. Ja, mir auch nicht. Aber ich habe ihn erwischt. Also, ich habe auch was gemacht, ja. Ich habe ihn gehauen. Ja, das war's auch schon. Seht ihr, deswegen passt es auch noch an den Part davor. Und wir haben 40.000 Seelenpunkte bekommen. Dann sag mir doch schon mal, wo wir uns als nächstes treffen werden. Dann kann ich vielleicht schon mal so ein bisschen den Rückweg antreten. Wien oder in Neu-London. Och nee, nicht schon wieder. Oh, da. Ach nee. Ist es nicht? Ja, ihr habt gehört, wir gehen wieder zurück in das Scheißgebiet.
Und deswegen, ja, trete ich den Rückweg zum... Ich könnte jetzt auch einen Heimkehrknochen benutzen, aber ich will noch irgendwie ein bisschen den Part strecken. Wenigstens noch eine Minute und tritt den langen Heimweg an. Nach getaner Arbeit. Na, schön. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt, was du loswerden willst? Nö. Nö, gar nichts. Ich hab gerade den Pakt gebrochen, weil ich ein paar Punkte brauche. Ach so, ja. Pff, dafür macht man das schon mal. Ja, die paar Punkte brauche ich jetzt noch für ein Level. Ja. Ah, und da hinten sind übrigens die Riesen-Mushrooms, wie ihr seht. Zwei Stück. Die sind übrigens aggressiv, ne? Ich glaube, die greifen an. Ja, die greifen an. Ja. Das sind immerhin Mushrooms. Ja, aber die Kleinen tun ja auch nichts. Die laufen ja auch hier rum. Die watscheln hier durch den Wald. Voll süß. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für Dark Souls. Dann haben wir ja doch noch ein bisschen was geschafft in dem Part. Und ja, im nächsten Teil machen wir dann weiter. Deswegen, bis dann. Bis dann.